Seit Ende August 2022 verkörpert Daniela Kiefer in der beliebten ARD-Serie Sturm der Liebe die Rolle der Alexandra Schwarzbach. Und das ziemlich brillant. Die taffe Geschäftsfrau ist intelligent, selbstbewusst und immer perfekt gestylt. Am Set verbringt Daniela vor allem Zeit mit ihrem Schauspielkollegen Dieter Bach. Kein Wunder, schließlich nähern sich die beiden Rollen in der Serie wieder an. Christoph, gespielt von Dieter Bach, ist nämlich Alexandras erste große Liebe. Und als sich die beiden am Fürstenhof wiedersehen, kochen plötzlich alte Gefühle hoch. Wie wohl Daniela sich tatsächlich an seiner Seite fühlt, verrät sie im exklusiven bunte.de-Interview. Er hat mir wirklich von Anfang an, also wir hatten meine erste Szene zusammen, so geholfen, einfach durch seine Professionalität und gleichzeitig Kollegialität. Also man muss ja immer ein bisschen aufpassen, wenn man einem Kollegen etwas sagt oder was rät oder so, ne? Aber er macht das mit so einer, mit so einem Respekt, auch mit dem Augenzwinkern und trotzdem mit so einer unfassbaren Genauigkeit. Und wir haben oft ähnliche Gedanken, man lernt sich im Laufe der Zeit besser kennen, ähnliche Werte, gerade auch wie man das umsetzt in der Arbeit. Also ich bin beschenkt mit dem Kollegen, das darf ich wirklich so sagen. Auch ein ganz bezaubernder Mensch. Inzwischen, man lernt sich besser kennen. Man geht auch mal zusammen wandern oder in einer netten kleinen Runde was essen und spricht vielleicht auch mal über Dinge, die nicht unbedingt den Beruf betreffen.